Warte, da haben wir noch ein Menü. Ciao, Mission Skull. Was haben wir da? Die Heilerin. Ja, ich hätte sowieso gesagt, wir machen mal unsere zwei Missionen und dann schauen wir hier sowieso weiter. Ja, Kamel, ich hab dich nicht vergessen. Kann ich auf dich reiten? Das wär's. Nicht, dass du gleich auch Meier gehst. Naja, so halber in dir kann ich schon mal sein. Das ist gut. Das ist cool. Interessanter Anfang. Beginnt schon mal gut. Beginnt schon mal sehr, sehr gut. Wenn ich in irgendjemandem drin sein kann. Pippefein. Pippefein, sage ich nur dazu. Pippefein. Wenn ich in irgendjemandem drin sein kann. Überhaupt nicht zweideutig. Beginnt sehr gut. Cool. Sehr, 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 sehr cool. Ja, welche Richtung jetzt? Links oder rechts? Bist du vielleicht in der Höhle? Was ist das bitte für eine Höhle, Alter? Werde aber trotzdem mal rundherum gehen, definitiv. Nur, gibt's da jetzt nichts sagen, aber gibt's da vielleicht auch irgendwie so den schnelleren Modus? Weißt du, was ich meine? Oder vielleicht kann ich das jetzt nur laufe der Geschichte das vielleicht irgendwie machen, aber gefühlt, Alter, ist der schon relativ langsam. Meiner Meinung nach. Irgendwie schon. Oder kommt es mir nur so vor? Hey, irgendwie ist er schon... Also, Hand aufs Herz, aber der ist schon langsam, oder? Ich wollte es gerade sagen, so. Hä? Hä? Aber ich bleib noch dabei. Vielleicht kann das auch der Ausgang sein. Wer weiß, wer weiß. Nur, ich will jetzt da unbedingt einmal die Mission da gemacht haben. Fackel kann ich dann sowieso noch. Wo kletterst du hier, Avara? Da haben wir eh schon das Ende. Er schaut gleich zum Nachbarn vorbei, oder? Bist du deppert? Da spielt die Musik. Da. Chenzira. Du musst schon mit mir auf Deutsch reden, Deppata. Fenuku, es ist gefährlich. Geh nach Hause. Bayek, du bist zurück. Wo ist Chenzira? Er wollte sich es die Schädel mich in der Hyänenhöhle ansehen. Oder schau dir die männliche aber Brust die Hyänen kamen zurück. Kennt ihr The Rock Konkurrenz machen, der Bub? Bist deppert? Und Chenzira zur Gruft. Ein Glück, dass sie dich nicht verfolgt haben. Geh ins Dorf zurück. Ich finde deinen Bruder. Nettes Rockerl. Alter, da hängt er gleich die 30 Zentimeter des Wehrs. Chenzira hat dir das eingebrockt. Also muss er mit ihnen reden. Geh jetzt. Alter. 30 cm, Alter. Bammelt da mal frei in der Luft, Alter. Super, oder? Würde ich mal hardcore-mäßig feiern. Stepper 30 cm. Havara, 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 Havara. Das schaut. Also, da kann jeder sagen, was er will, aber der schaut richtig gut aus. Das schaut hier richtig, richtig gut aus. Okay, dadurch, dass ich jetzt sowieso in dieser Höhle bin. Fuck off. Ich beginne jetzt einmal. Ich glaube, das Ding kann ich schon mal kaputt machen. Habe ich so mal das Gefühl. Ja, aber so sehr detailverliebt. Sehr, sehr stark detailverliebt. Also das haben sie richtig, richtig gut gemacht. Sehr, sehr stark. Sehr, sehr, wirklich sehr, sehr stark. Allein schon auch mit den ganzen Käfern und alles. Ich glaube, wir können froh sein, dass genau dahinter jetzt nichts war, weil... Das ein oder andere hätte ja explodieren können. Alter, wollt's grad sagen, Alter? Was ist das, Alter, was das so glänzt? Ist das, Alter, schlimmer als in der Sonne, Alter? Bayek, bist du das? Bist du zurück? Ja, servus, Bulle! Ich guck gleich, Alter. Machen wir Glory Hall, oder was? Also, du bist bist ein bisschen zu klar. Hoppala. Zu alt. Ja, ich bin's. Kann ich jetzt mit dem reden, oder? Theoretisch gesehen, wenn du deine Sachen da lassen könntest, würdest du reinkommen. Theoretisch gesehen, meiner Meinung nach. Theoretisch gesehen müsste er reinkommen, oder? Oder? Weißt du, was ich noch geiler finden würde? Wenn die das so richtig, so labyrinthmäßig machen. Das wäre richtig geil.
Wahrscheinlich nach dem 20. Mal habe ich dann wahrscheinlich eh schon die Schnauze voll. Wie ist er hier durchgekommen? Alter, was ist dieses Ding? Auf das geil ich jetzt schon extrem. Was ist dieses Ding? Mit was kann ich das upgraden? Kann ich allgemein Upgrades machen? Und wieso schaut es halt einfach so dermaßen verlockend aus? Weiß ich gar nicht nur. Okay. Die machen nicht auf Assassin's Creed Valhalla, die machen auf, ja, wir gehen zurück, sehr, sehr stark zurück in die Vergangenheit. Könnt ihr? Ja, denke mal. Das kann ich auf alle Fälle auf Zeiten schieben und tschüss, Papa. Ah, sehr gut. Dann schaue ich aber als erstes doch da vorbei. Dann schaue ich definitiv... Oder das wäre es jetzt, oder? Oder das wäre es jetzt, oder, wenn ich mit dem Scheißdreck dann mit explodieren würde. Bist du deppert. Alter, schau die Witzis an. Alter, so geil, Alter. Bist du deppert. Geil. Das haben sie richtig geil gemacht. Also, die Höhle hat's komplett in sich. Geht es dir gut? Nicht zu glauben, dass du zurück bist. Du solltest hier nicht sein. Ich verstecke mich vor den Hyänen. Fenuku hat mir davon erzählt. Reicht es nicht, dich in Gefahr zu bringen? Musst du auch deinen kleinen Bruder mit hineinziehen? Aber es ist, seit Remo fort ist. Also schön. Ich verstehe. Ich hol dich hier raus. Hey, oh, aber schön, dass er das auch versteht. Das würde ich selbst gern wissen. Ja, und ich erst. Das funkelt so schön. Eines Tages werde ich lesen können, was da steht. Oh, neues Schild. Sehr gut. Haben wir wieder so einen halberten Panzer, oder was? Also seine Viers. Die halten so einiges aus, Alter. Sicher 200 Kilo, Alter. Sein Rücken auf alle Welle. Haben wir mal so ein Schild, Alter. Einfach so mal umgehängt. Bist du hier, Alter? Bayek, ich will dir was sagen. Naja. Hammerer, du bist. Ja, machen wir mal die Mission fertig. Bist fetzen hier, Alter. Das mit Remo ist meine Schuld. Sie haben gefragt, wo du bist. Und ich dachte nicht, dass es jemanden schadet, wenn ich es ihnen sage. Chenzira, keine Sorge. Du konntest nicht wissen, was sie tun würden. Jeder andere hätte genau das Gleiche getan. Naja. Ich verstehe es. Ich verstehe es. Das versteht man komplett. Wahnsinn. Ja, da. Ich glaube, da fühlst du dich dein Leben lang schuldig. Okay, ja. Er versteht's. Der andere versteht's auch. Gerade Bayek. Alle verstehen's. Nur den Gedanken wirst du nie in dein Leben los. Was wäre, wenn? Wirklich dieses Was wäre, wenn? Wirst du nie los. Warum, ey? Ich wollte es gerade sagen, Alter. Den sexy Speer hätte ich da mal gern. Den sexy violetten Speer. Violett. Ganz sexy angelehnt. Es ist sicher. Geh besser nach Hause. Oh, sehr gut. Und ein bisschen Leder. Darf ich dich was fragen? Nur zu. Könnte ich auch ein Magi wie du werden? Naja. Du kannst damit anfangen, auf deinen Bruder aufzupassen, statt ihn in Gefahr zu bringen. Versprochen. Wo er recht hat. Nach Hause. Wo er recht hat, hat er definitiv recht. Das muss man ihm lassen. Also, er sagt es definitiv so, wie es ist. Er sagt es einfach so, wie es ist.